Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarrei St. Marien Schwelm in den Städten Ennepetal, Schwelm und Gevelsberg. Wir befinden uns am Anfang des Herbstes, eine Zeit, in der Ernte eingefahren werden kann, Früchte eingefahren werden. Gestern durfte ich meine Primiz in Ennepetal feiern. Primiz, die erste Messe, die ein Neupriester feiert. Mein Primizprediger brachte uns das Wort Primiz etwas näher und übersetzte es aus dem Lateinisch kommenden mit dem Wort Erstlingsfrüchte. Es sind Früchte, die jetzt geerntet werden dürfen, die andere Menschen und ich selber wahrnehmen und spüren dürfen. Das, was in den letzten Tagen geschehen ist, die Weihe in unserem Essener Dom am Freitag, die Feier mit Familie und Freunden in den Arresten. Sie bewegt mich immer noch sehr, aber genauso auch gestern der Tag, die Primiz. Es ist etwas Besonderes, das erste Mal als Priester an dem Altar zu stehen, an dem man ein Stück weit groß geworden ist und so in einer anderen Situation, in einer anderen Rolle nun an diesem Ort steht, der einem doch eigentlich so vertraut ist. Erstlingsfrüchte, Ernte. Die vielfältigen Aufgaben, die wir als Kirche gemeinsam zu erfüllen haben, sie können nur gelingen, wenn wir gemeinsam all unsere Gaben einbringen, gemeinsam gestalten, gemeinsam Kirche sind. Jeder und jede auf ihre vielfältige Art und Weise. Dann kann Kirche bunt und vielfältig sein, geeint mit dem, auf den wir uns konzentrieren, der unser Ursprung ist, Gott, aber doch so vielfältig durch all die vielen bunten Dinge, die in uns sind und die durch uns geschehen können. Der Herbst, er ist bunt, er strahlt in vielen Farben. Und so dürfen wir auch unsere Gaben, unsere Charismen einbringen, und die Welt mit zum Strahlen bringen. Das wünsche ich Ihnen und uns allen. Ihr Daniel Baldus.